Das Podium bei der Pressekonferenz am Freitag voll besetzt. Fast die gesamte DHB-Spitze war gekommen, um zu erklären, warum ein Trainer gehen muss, der noch vor 2 Wochen die Rückendeckung des Verbandes hatte. Es spielt eine Rolle, wie sind die Zukunftsperspektiven, welche Erfolge können wir mit Christian erwarten. Bis zu dem Punkt gibt es möglicherweise auch eine Alternative. Wenn ja, wer ist die Alternative und steht diese Alternative zur Verfügung? Sie stand zur Verfügung. Alfred Gislason wird neuer Bundestrainer. Damit endet ein fragwürdiger Schlingerkurs, den der DHB seit der EM hingelegt hatte. Schon während des Turniers wurde der Druck auf Christian Prokop stärker, forciert unter anderem von Bob Hanning. Gegen Österreich müsse das Team überzeugen, so Hanning da. Und das Team lieferte. Das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer war intakt. Ich finde, in der Konstellation, wie wir hier gespielt haben, gibt es kaum einen Grund, den Trainer zu kritisieren. Bob Hanning ruderte zurück. Der Verband gab Christian Prokop eine Jobgarantie. Und da ist auch das Verhältnis gut und die Situation haben wir gestern ja auch nochmal deutlich gemacht, dass wir auf jeden Fall auch mit ihm die Olympischen Spiele spielen werden. Wir freuen uns, dass wir mit Christian natürlich in Richtung Olympia gehen werden und das Ziel Olympia anpeilen. Und jetzt, nicht einmal 2 Wochen später, die Kehrtwende. Christian Prokop muss gehen. Das Team reagiert geschockt und auch Handballexperten üben deutlich Kritik. Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehbar. So eine Entscheidung hätte man, wenn dann, früher treffen müssen. Dem neuen Trainer Alfred Gislason, der mit dem THW Kiel 14 Titel holte, bleiben jetzt 2 Monate, ein Lehrgang und ein Testspiel bis zum Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin. Er ist jetzt schon zum Erfolg verdammt, denn das Ziel des DHB ist eine olympische Medaille.